becoming noise from anywhere, it will be your reading for a better time to walk. Zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, lade ich wieder etwas regelmäßiger hoch. In Zukunft soll das ganz regelmäßig werden. Ich habe nämlich eine Unterstützung jetzt durch meine Tochter. Das vereinfacht vieles. Bedanken möchte ich mich auch für eure tollen Kommentare und vielen Rückfragen. Das hat mich tatsächlich motiviert, jetzt wieder interessante Inhalte zu recherchieren und guten Content für euch dann auch hochzuladen. Wenn euch das Video, der Kanal gefällt, hinterlasst mir gerne ein Like. Das würde mich sehr freuen. Und abonniert direkt, dann verpasst ihr keines der neuen Videos. Heute soll es um ein ganz aktuelles Thema gehen. Und zwar Covid-19 und der Jakobsweg. Viele Pilger, die unterwegs waren, hat das ja kalt erwischt, aber es betrifft auch all diejenigen, die irgendeine Art von Leidenschaft für den Jakobsweg hat und es macht uns doch besorgt, was da gerade so passiert, ab wann wieder die Möglichkeit besteht zu laufen. Einige Pilger waren bereits auf dem Weg, andere Pilger haben es geplant für dieses Jahr. Man stelle sich nur mal vor, die ganzen Vorbereitungen, die Zeit, die man sich freigeschaufelt hat extra und die Vorfreude, die einem in irgendeiner Art und Weise jetzt natürlich genommen ist, weil man einfach nicht loskommt und es eigentlich doch gerne würde. Zu diesem Thema haben wir später hier auch ein Gespräch mit einem Pilger. Das ist jemand aus unserer Community, der direkt betroffen ist von der Situation und uns so ein bisschen schildern wird, wie er damit umgeht. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Also, es wird sehr spannend heute. Wie sieht die aktuelle Situation auf dem Jakobsweg aus? Ja, in Galizien sind definitiv alle Herbergen geschlossen und mittlerweile viele auch auf den weiteren Wegen des Jakobsweges, wenn nicht tatsächlich dort auch schon alle. Das gilt natürlich auch für die Kirchen und andere öffentliche Gebäude. An der Kathedrale in Santiago hängt ein Schild, darauf steht Aviso, Acceso cerrado, temporalmente a la visitas. Musste ich jetzt mal kurz ablesen. Ja, was so viel heißt wie der Zugang ist vorübergehend für Besuche geschlossen oder gesperrt. Mittlerweile kommen auch keine Pilger mehr in Santiago an. Und diejenigen, die beim Ausbruch der Pandemie auf dem Weg waren, die wurden natürlich ganz schön überrascht. Wie muss man sich das vorstellen? Auf seiner Pilgerreise ist man in der Einsamkeit mit sich oder mit einem weiteren Pilger auf den Wegen unterwegs. Den Alltag hat man mit mehr oder weniger zurückgelassen und Nachrichten kommen auch nicht so direkt mehr durch. Zumindest versucht man das nicht zuzulassen. Wenn jetzt so eine Nachricht kommt, dass dieser Virus auch Spanien erreicht hat und wie massiv, dann kommt einem diese Nachricht doch eher surreal vor. Und das berichten auch die Spanier, dass einige Pilger erstmal davon überzeugt werden mussten, dass diese Situation real ist und wirklich sehr, sehr ernst. Und einige Pilger mussten tatsächlich überredet werden, erst tatsächlich ihre Heimreise anzutreten. Was den Nachrichtenfluss auf dem Jakobsweg betrifft, kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten. Ich erinnere mich noch, als ich 2019 unterwegs war, habe ich auch viele Nachrichten gar nicht erhalten, bin dann wieder zurück zu Hause gewesen und habe dort erst davon erfahren, dass die SPD-Vorsitzende Nahles im Juni sich aus der Politik zurückgezogen hatte. Ja,
Das war dann auch der Grund, wo ich am Anfang mit der ganzen politischen Konstellation überhaupt nicht mehr zurechtkam und nicht wusste, warum jetzt neue Gesichter da sind oder andere für irgendetwas zuständig waren. Und das zeigt halt sehr deutlich, dass man sehr gut ohne Nachrichten leben kann, aber es einem natürlich auch passieren kann, dass man zu Hause dann mit ganz neuen Dingen konfrontiert wird. Wie sah es nun in Spanien aus? Die letzten Pilger wurden spätestens am Monte Gozo eingesammelt. Das ist der Ort oder der Hügel, auf dem das Denkmal steht, im Ort San Marcos. Ihr kennt vielleicht das Bild, das ist im Prinzip das erste Mal, wo man aus der Entfernung auf die Kathedrale von Santiago schauen kann. Und dort haben die Spanier dann den Pilgern geholfen, wieder sicher ihren Weg nach Hause zu finden. Diejenigen Pilger, die den Weg noch bis Santiago geschafft haben, hatten dort die Möglichkeit, ihren Pilgerausweis in einen Briefkasten am Pilgerbüro zu werfen. Und die Compostela wurde ihnen dann im Nachhinein an ihre Heimatadresse geschickt. Nun kommen wir zur nächsten Frage. Wie schaut die Zukunft des Jakobswegs aus? Das ist eine wirklich gute Frage, die man zurzeit allerdings überhaupt nicht beantworten kann. Selbst die Fachleute scheuen sich davor, irgendwelche Prognosen abzugeben. Auch wenn man gerne planen möchte, ist das zurzeit leider nicht möglich. Ich möchte euch aber ein paar Gedankenanstöße geben, einfach mal was in den Raum werfen, mit ein paar Aspekten, über die ihr euch selbst ein Urteil bilden könnt. Wird es langfristig Maßnahmen zur Epidemieeingrenzung geben? Spanien hat zurzeit eine wirklich traurig harte Zeit im Kampf gegen den Virus. Und darum ist natürlich auch vorstellbar, dass Spanien darauf bedacht sein wird, in Zukunft diesen Virus nicht nochmal aufflammen zu lassen und zu verhindern, dass es eine zweite Epidemiewelle geben wird. Darum ist zu vermuten, dass es in Zukunft restriktive Maßnahmen noch geben wird. Das könnten sein Regelungen zum Verhalten in der Öffentlichkeit, aber auch echt engmaschige Kontrollen an den Grenzen. Vielleicht wird sogar es nur möglich sein, in Spanien einzureisen, wenn man einen Antikörpernachweis vorlegen kann oder einen Eintrag im Impfpass hat. Laut Bundesforschungsministerin Anja Karliczek wird es mit Sicherheit, das ist jetzt Stand Mitte April, noch 12 bis 18 Monate dauern, bis tatsächlich ein Impfstoff auf dem Markt sein wird. Kommen wir jetzt aber zu meinem Gespräch mit Thomas, einem Mitpilger, den ich am Anfang meiner Pilgerreise hinter den Pyrenäen getroffen habe. Er hatte für dieses Jahr auch wieder etwas geplant, dazu will ich aber nicht zu viel verraten, das soll er euch gleich selber erzählen. Ja, er ist auch hier immer fleißig in den Kommentaren dabei in unserer Community, was mich natürlich auch freut. Und ja, jetzt freue ich mich insbesondere auf das Gespräch, das ich mit ihm geführt habe. Viel Spaß. Thomas, ganz lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast, so ein bisschen von dir zu schildern. Das ist sicherlich super spannend für alle. Ich habe ja im Moment so ein bisschen mich mit dem Thema Corona und Jakobsweg beschäftigt und da habe ich an dich denken müssen, weil du ja auch unmittelbar betroffen bist. Du wolltest ja Ende April eigentlich starten. Aber bevor du dazu was sagst, wäre es auch super interessant, wenn du mal schilderst, wie du so den Jakobsweg für dich geplant hast, weil du machst es ja ein bisschen anders, als ich das gemacht habe. Ich bin ja am Stück gelaufen und du hast ja die Etappen ein bisschen anders eingeteilt. Wie sieht das bei dir aus? Also 2005 bin ich den Jakobsweg mit dem Fahrrad, gefahren mit einem Kumpel und merkte dann in Roncesvalls, merkte ich, dass es irgendwie nicht das Richtige ist. Mhm. Und damals, als ich in der Messe, in der Abendmesse war in Roncesvalls, habe ich mich damals entschieden, dass ich den Weg irgendwann mal zu Fuß gehen werde. Ah ja, aha.
Genau, dann noch zu Ende gefahren mit meinem Kumpel. Wir haben uns dann in Lyon getrennt, weil er wollte schneller ans Ziel kommen. Ich wollte noch Zeit haben. Und ab seit 2006 laufe ich den Jakobsweg dann zu Fuß immer in Etappen von Rottenburg ob der Tauber. Laufe ich diesen Weg. Ach, von zu Hause aus bist du gelaufen, oder? Ja, seit 2006. Wow, okay. Am Anfang immer in kurze Etappen. Ja. Und ab Frankreich immer alle 2 Jahre zwei Wochen lang. Ah ja, und wie viele Kilometer hast du jetzt geschafft, ungefähr? Eineinhalb, glaube ich, weiß aber jetzt. Ja, eineinhalb, ja. Ja, das ist eine Menge. Und seit 2 Jahren darf ich alle Jahre 3 Wochen laufen, weil meine Tochter ist schon größer und meine Frau ist auch froh, wenn ich weg bin. Erholt man sich gegenseitig voneinander. Genau, ja. Aha. Super. Und seit 2 Jahren laufe ich jedes Jahr 3 Wochen lang. Ja. Okay. Und was auch besser ist, weil das schon die Hinfahrt so lang dauert und auch als Schwabe es auch teuer ist für uns. Und was war jetzt so der Unterschied für dich zwischen Fahrrad und Laufen? Weil du sagtest, alles. Ja, Fahrrad war eigentlich nur eine Tour, eine Fahrradtour. Ja. Zumindest bis, ich weiß noch heute, obwohl es jetzt schon 15 Jahre her ist, ich gucke immer nur nach oben, weil da meine Dinge hängen, meine Fliegeruhr, Urkunde, deswegen muss ich immer nach oben. Ah. Und in Ronkeswalz, als da die Nationalität in Anspruch hat, ist mir irgendwas durch den Kopf oder durch den Körper gegangen, wo ich gedacht habe, das ist zwar schön mit dem Fahrrad, aber ist halt doch was anderes. Und das seitdem habe ich mir entschieden, dass ich zu Fuß laufen möchte. Und ich hatte auch ein paar Tage später in Santo Domingo de la Calzada einen Italiener getroffen, der war auch mit dem Fahrrad unterwegs. Mhm. Der hat dort entschieden, dass er zu Fuß weiterläuft und hat sein Fahrrad weggeschmissen. Ah ja, interessant. Aha. Das hat mir nur mal bekräftigt, dass ich dann den Weg zu Fuß laufen möchte. Ich glaube, man bekommt auch viel mehr mit so von der Umgebung, wenn man etwas langsamer den Weg macht. Ne? Echt nicht langsamer, man kann auch denken. Ja, ja. Was beim Fahrradfahren, dann guckst du, dass du gerade den Berg hochkommst oder sonst irgendwas. Und das ist halt ein bisschen anders. Ja. Nun gut. Aber ich gehe ja nicht auf den Weg. Ich gehe ja nicht auf den Weg und sage, so, ich fange an zum Denken, sondern das kommt von selber. Dann. Ja, ja. Gut, und jetzt für Ende April war eigentlich die nächste Etappe, ich denke dann von Lyon aus, geplant? Nee, Pamplona. Von wo, bitte? Pamplona. Pamplona, okay. Ja. Nach Lyon eigentlich. Ja, und wie sieht das jetzt aus der Planung? Im Moment geht ja gar nichts, ne? Da ich mit Check24 gebucht habe, die geben die erst 3 Tage vor Bescheid, ob der Flug funktioniert oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht funktioniert. Ja, ja. So lange warte ich halt und habe schon für mich im Kopf einen Alternativtermin überlegt, im Juni, Mitte Juni. Mhm. Entweder 2,5 Wochen, wie ich jetzt auch geplant habe. Ja. Oder wenn es gut läuft, dass ich 5 Wochen gehen darf. Da muss ich meine Arbeit fragen, dass ich dann also bis zum Ende gehen kann. Ja, das wäre natürlich schön. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann halt nächstes Jahr. Dann, okay. Dann ist halt so. Du bist da jetzt nicht irgendwie, ja, wie soll ich sagen, traurig oder enttäuscht, weil man freut sich ja drauf und bereitet sich vor. Man lernt auch auf dem Weg, dass man das so Sachen so hinnehmen muss, so wie sie sind. Okay. Bringt ja nichts. Okay, also ist es. Natürlich, wenn ich mich jetzt aufregen würde, das bringt ja auch nichts. Das ist wahr, das ist wahr. Also es ist eigentlich nicht die richtige Zeit gerade einfach zum Laufen. Nein. Ich habe mal überlegt, als ich so ein bisschen recherchiert habe zum Jakobsweg, es werden natürlich viele, die jetzt im Frühjahr gehen wollten, das nächstes Jahr nachholen. Also die Möglichkeit besteht natürlich auch, dass es dann ganz schön voll sein wird. Es ist ja auch das heilige Jahr 2021. Ich dachte, dieses Jahr wäre, nächstes Jahr, genau, nächstes Jahr, ja. Deswegen möchte ich auch schon früh, also im Frühjahr gehen und nicht im Sommer, obwohl mir eigentlich Wandern im Sommer bei Sonnenschein mehr liegt wie Regen. Mhm. Also Kälte macht mir nichts aus, Hitze auch nichts, aber Regen, das ist nicht so schön. Galizien. Ich meine, für dich war es ja schwieriger mit dem Hund. Also das kann man ja noch. Also mir reicht es schon, wenn ich mich um mich kümmern muss, aber bei dir war es ja schwieriger mit dem Hund.
Ja, aber wir haben eigentlich Glück gehabt mit dem Regen. Wir haben nur 3 Regentage dabei gehabt. Also das war ganz super eigentlich. 3 Tage bloß? Mhm. Ja. Sauber. Okay. Gut, du hattest mir, als wir ein bisschen in der Mail geschrieben haben, da hattest du so einen Vergleich gezogen, den ich wirklich sehr schön fand. Und zwar zwischen dieser Corona-Zeit jetzt und dem Jakobsweg an sich. Magst du uns mal erläutern, was du damit gemeint hast? Was für ein Vergleich das war? Ja, viele sagen ja, dass man jetzt während der Corona-Zeit sich aufs Wesentliche beschränken muss. Manche übertreiben es ein bisschen mit dem Toilettenpapierkauf, aber insgesamt beschränkt man sich auf sein Zuhause, auf seine Familie, aufs Essen, dass man das hat und dass man das notwendig hat. So ist es auf dem Weg auch, dass man auf dem Weg lernt, was wichtig ist. Mhm. Essen, schlafen und trinken. Genau, und damit kann man auch ganz zufrieden sein eigentlich. Kann man ja. Wunderbar. Ja, ja. Nein, interessanter Vergleich, also das passt gut, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ja, du noch eher, weil du hast es ja, du bist gegangen ein Vierteljahr lang, oder? Nee, so lang war, ja, 7 Wochen waren es und dann nochmal fast eine Woche die Rückreise, weil das sehr umständlich war, mit dem Hund zurückzukommen, also 2 Monate. Von wo aus? Saint-Jean-Pierre-de-Port sind wir gestartet. Ah, so, okay. Mhm. Dann haben wir dich an deinem 2. Tag sehen. Genau, ja, ganz am Anfang haben wir uns getroffen. Genau. Das Bild werde ich auch einblenden, wenn ich darf, das du geschickt hattest. Das ist sehr schön. Ja, darfst du, ja. Gut, prima. Ja, mir bleibt eigentlich nur dir zu wünschen, dass sich alles möglichst bald lockert, damit du es dieses Jahr tatsächlich noch in Angriff nehmen kannst. Das ist ja immer ein schönes Vorhaben. Also ich kann auch kaum warten, mal wieder auf den Jakobsweg zu kommen. Vor kurzem hat mein Kumpel geschrieben, der jetzt abgesagt oder der jetzt nicht ging, der wollte vor 3 Wochen, der wollte heute zurückkommen, habe ich geschrieben, mir ist es scheißegal wegen Corona, ich gehe jetzt einfach los, aber hab's dort bleiben lassen. Ja. Halte uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. Im Status, ja. Ja, genau. Okay. Ja, ganz vielen Dank, dass du ein bisschen geschildert hast. Immer gerne. Ja, und wie gesagt, es wird vielen anderen genauso gehen wie dir. Und wir hoffen alle auf eine gute Lösung und dass der Jakobsweg bald wieder ruft. Ja, das Ding, der rennt dann nicht weg. Genau, der läuft uns nicht weg. Ganz vielen Dank fürs Gespräch, Thomas. Immer gerne. In Spanien wird seit dem 12. Jahrhundert am 25. Juli der Jakobustag gefeiert. Und dieser Jakobustag fällt alle 6 Jahre auf einen Sonntag, also ungefähr 6 Jahre, also mal mehr, mal weniger. Und ist das der Fall, dann ruft die katholische Kirche in Santiago das heilige Jahr aus. Was ist das Besondere an dem heiligen Jahr? Das Besondere an dem heiligen Jahr ist, dass dann an der Kathedrale in Santiago de Compostela die heilige Pforte geöffnet wird und das Apostelgrab besichtigt werden kann. Das ist tatsächlich immer nur in diesem Jahr möglich. Und das nächste heilige Jahr wird 2021 sein, also nächstes Jahr. Und darum wird es am 31. Dezember diesen Jahres ausgerufen werden. Die Spanier bereiten sich schon seit längerem auf diese Festivität vor, weil das Fest etwas ganz Besonderes für die Spanier auch darstellt. So wurde die Kathedrale, das habt ihr vielleicht auf einigen Bildern gesehen, die letzten Jahre von außen restauriert und in 2019 waren die Gerüste dann abgebaut, aber es wurde innen renoviert. Das hat uns Pilger auch betroffen. Wir sind in der Zeit ausgewichen auf eine kleinere Kirche, um die Abschlussmesse zu feiern. Das war damals die Kirche San Francisco. Ja, geplant ist oder war die Renovierung, also der Abschluss der Renovierung im November 2020. Schaut man sich nun einmal die offiziellen Pilgerzahlen an, die vom Pilgerbüro in Santiago jährlich herausgegeben werden. Entsprechende Quellen
verlinke ich euch unten in der Infobox. So sind 2019 348.000 Pilger in Santiago angekommen. Über die Jahre hinweg haben sich die Pilgerzahlen immer weiter gesteigert. Im Moment bleiben sie mehr oder weniger gleich, aber es ist natürlich eine Masse an Menschen, die über die unterschiedlichen Jakobswege Santiago erreichen. Und betrachtet man nun die heiligen Jahre, dann sieht man dort einen rasanten Anstieg der Pilgerzahlen. Das heißt, selbst wenn durch die aktuelle Situation das Pilgerjahr, das heilige Jahr 2021, Verhalten ausfallen würde, was die Pilgerzahlen betrifft, wird es doch einige geben, die 2020 nicht starten konnten und sich deshalb 2021, also im heiligen Jahr, ihren Traum des Jakobswegs erfüllen wollen. Könnte es damit nicht richtig voll werden auf dem Jakobsweg? Der Tourismus auf dem Jakobsweg. Wie ergeht es eigentlich den Gastronomen in Spanien? Sind sie doch diejenigen, die uns auf unserem manchmal beschwerlichen Weg ein Bett zur Verfügung stellen oder wir uns in ihren kleinen Cafés oder an ihren Verkaufsständen am Wegesrand stärken können? Auch die spanische Wirtschaft hat es wirklich hart getroffen und der Tourismus stellt halt eine entscheidende Einnahmequelle für die Regionen und die Bevölkerung in der Region dar. Kann man erwarten, dass sich all diese kleinen Locations werden halten können? Oder wird es in Zukunft erst einmal anfangs zu wenig Angebote für die hohe Pilgerzahl geben? Des Weiteren werden viele der Herbergen ehrenamtlich geführt, also durch ehrenamtliche Helfer. Anders wäre das, diese Zahl an Pilgern gar nicht zu stemmen. Auch diese Helfer müssen dann erst einmal wieder, wenn alles in die Gänge kommt, reaktiviert werden. Und die Frage ist, wie schnell ist das möglich? Das sind so ein paar Punkte, die ihr auch mit berücksichtigen müsst, um die Lage dann einzuschätzen, wenn ihr euch auf den Weg machen wollt. Die aktuellen Informationen für Reisende, die von der Bundesregierung rausgegeben werden, die verlinke ich euch auch einmal unten in der Infobox. Bestehen mögliche Risiken für Pilger? Also vorausschicken muss man natürlich, dass die Spanier alles dafür tun werden, uns Pilgern einen sicheren Pilgerweg, ein sicheres Pilgern auch in Zukunft zu ermöglichen. Natürlich sollte aber jeder für sich die Situation abwägen, denn weiß man, wie es in ein paar Monaten aussehen wird? Nur so weit dazu. Der Jakobsweg besteht natürlich aus Kommunikation. Aus Kommunikation mit Mitpilgern, aus Kommunikation mit den Einheimischen. Das sind Erfahrungen, die entscheidend zum Jakobsweg dazugehören. Und sollte diese Kommunikation wegfallen müssen, dann würde dem Jakobsweg, der Erfahrung aus dem Jakobsweg, etwas Entscheidendes fehlen. Wie in Corona-Zeiten gefordert, diesen 1,5 bis 2 Meter Abstand zu halten, wird allerdings recht schwierig auf dem Jakobsweg. An vielen Stellen geht es sehr eng zu. Das beginnt schon bei der Anmeldung im Pilgerbüro in Saint-Jean-Pied-de-Port. Dann auf dem Weg gibt es viele kleine Cafés, wo es auch sehr eng zugeht. Und nicht zuletzt erinnere ich an die mitunter langen, langen Wartezeiten in Warteschlangen bei der Ausgabe der Compostela. Es ist natürlich auch so, dass Pilger, die sich auf längeren Strecken des Weges kennengelernt haben und dann in irgendeinem Ort wiedersehen, mit einer Umarmung begrüßen, mit Freude begrüßen. Abends sitzt man zusammen beim Pilgermenü oder in einer kleinen Bar, um sich noch einmal auszutauschen. Das sind auch wieder
ganz wichtige Momente für den Jakobsweg, der allerdings Nähe fordert. Und auch in den Schlafsälen geht es natürlich eng zu. Da steht Stockbett an Stockbett. Der eine krabbelt über den Rucksack des anderen. Und es gibt natürlich Gemeinschaftssanitäranlagen. Das heißt, alle benutzen die gleichen Sanitäranlagen, die gleichen Duschen und WCs, wodurch auch nicht viel Abstand gewährleistet ist. Ja, was meint ihr zu den Punkten, die ich so genannt habe? Was denkt ihr, wie sich das rund um den Jakobsweg entwickeln wird? Vielleicht seht ihr das ganz anders. Also schreibt das gerne mal in die Kommentare unten rein und lasst uns das diskutieren. Es würde mich wirklich sehr interessieren. Alles, was ich euch hier so nenne, soll nur Gedankenanstöße sein. Ich weiß selber auch nicht, wie es in Zukunft sein wird. Aber die Situation heißt jetzt für uns natürlich ausharren und weiter abwarten, was geschehen wird. Ja, vielleicht nutzt ihr einfach die Zeit, um noch ein paar schöne Filme über den Jakobsweg zu schauen oder ihr versüßt euch die Zeit mit interessanter Literatur. Möglich wäre auch nochmal seine Packliste sich vorzunehmen, um mal zu schauen, wo man hier oder da noch ein Gramm sparen kann. Es ist ja häufig so, dass man in Pamplona dann merkt, der Rucksack ist doch zu schwer, ich schicke mal was nach Hause. Ist mir auch passiert. Ja, das Motto muss sein, Vorfreude ist die schönste Freude. Ihr könntet ja auch Spanisch lernen. Also die Spanier sind ja sehr stolz auf ihr Land und man kann mit ein... Und wenn es nur rudimentäre Spanischkenntnisse sind, kann man bei den Spaniern sehr punkten. Die freuen sich nämlich, wenn ihre Gäste sich für Land und Leute auch interessieren. Ja, aus einer Krise kann auch etwas Positives entstehen. Und ich finde, in dem Video muss auch mal was Positives gesagt werden. Stellt euch nur einmal vor, wie viele Pilger Jahr für Jahr den Jakobsweg auf den unterschiedlichen Strecken gewandert sind. Dort haben sie ihre Hinterlassenschaften gelassen, Müll zurückgelassen und glaubt mir, es gibt richtig, richtig dreckige Ecken auch auf dem Jakobsweg. Was für eine Chance ist das jetzt für die Natur, sich zu regenerieren? Und ihr Pilger, die noch auf den Jakobsweg starten werdet, ihr werdet eine Flora und Fauna vorfinden wie seit Jahren nicht mehr. Also geben wir dem Camino jetzt einfach mal die Chance, auch einen Gang herunterzuschalten. Die Spanier haben für die Situation einen Slogan, der da heißt El Camino puede esperar. Das heißt so viel wie der Camino kann warten. Die englische Version davon ist The Camino isn't going anywhere, it will be here waiting for a better time to walk. Ganz frei übersetzt heißt das, der Camino läuft uns nicht weg, er wird hier sein für eine bessere Zeit für uns, um ihn zu laufen. Ich denke, das sind schöne abschließende Worte für das Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Das bringt auch unseren Kanal hier einfach weiter. Ansonsten passt gut auf euch auf und bis nächstes Wochenende. Tschüss!